Also das ist jetzt der arabische Brunnen. Hier beim Beginn unserer Lava-Wanderung. Von oben ist er mit einem Gitter gesichert. Wir wissen, wie tief der Brunnen ist, kann aber auch die Treppe hinunterlaufen, weil die endet direkt unter dem Brunnenschacht. Wir befinden uns jetzt hier auf einem der jüngsten Teile von Europa. Diese ganze schwarze Fläche hier ist 1986 entstanden beim großen Ausbruch vom Bitum de la Fournaise. Insgesamt umfasst sie etwa 25 Hektar und hat dabei unter anderem diese schönen Basaltformationen geschaffen.